Hallo? Hallo Martin, hier spricht François. Denkst du immer noch darüber nach, deine Archivarbeit aufzugeben und jemand anderem zu übergeben? Naja, du kennst meine Meinung über diese Unmengen alter Dokumente. Wie wäre es dann, wenn du mal für eine Zeit aus dem Archiv herauskämst? Und worum geht es? Wieder eine langweilige Stippvisite nach England, um alte Bücher zu suchen? Dieses Mal nicht. Also, 1945. Ein deutscher Tunnelkomplex aus dieser Zeit ist gerade entdeckt worden. Meinst du das ernst? Wo? Westböhmen. Wann brechen wir auf? Leider lässt mein Alter so eine Unternehmung nicht mehr zu. Du wirst allein gehen müssen. Ich werde dir hier mehr darüber erzählen. Wäre es dir heute Nachmittag recht? Einverstanden. Gut, komm so schnell wie möglich. Ich zähle auf dich, Martin. Onkels Nachricht war ein wenig mysteriös, aber gerade das macht mich neugierig. Ein neuer deutscher Tunnelkomplex. So eine Entdeckung macht man nicht jeden Tag. Aber warum die Eile? Es ist jetzt fast 5 Uhr. Zeit, mehr herauszufinden. Ich bin froh, dass du pünktlich bist. Die Sache wird zunehmend dringlicher. Ich höre. Nur wenige Leute wissen, was ich dir jetzt erzählen werde. Und so muss es auch bleiben. Hast du je von einem deutschen Kriegsprojekt namens Nibiru gehört? Nibiru? Der 12. Planet? Was hat das mit den Deutschen zu tun? Ja, der 12. Planet. Die Deutschen hätten alles für eine Technologie gegeben, die ihnen in ihrer Situation geholfen hätte. Stell dir nur vor, was die Technologie einer hochentwickelten Rasse für sie bedeutet hätte. Aber der 12. Planet ist doch nur ein Mythos. Glaubst du das wirklich? Auch ich habe nicht daran geglaubt, aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist, dass die Deutschen daran geglaubt haben. Und mehr als das. Ich habe in meinem Leben viele Fakten gesammelt. Und ich glaube, dass sie von ihrem Ziel nicht weit entfernt waren. Ich habe weder eine Ahnung, was sie wussten, noch was genau sie entdeckt hatten. Aber Nibiru ist ganz bestimmt nicht nur ein Mythos. Ja? Fahre fort. Es ist nicht mehr genug Zeit, dich in alles einzuweihen, was ich herausgefunden habe. Aber ich bin sicher, dass Nibiru existiert. Also machen wir uns an die Arbeit. Die Information über diese Entdeckung habe ich von meiner Kontaktperson in Prag. Es ist bereits alles arrangiert worden. Du musst nach Prag und sie heute Abend auf der Karlsbrücke treffen. Heute Abend? Sie? Deine Kontaktperson ist eine Frau? Genau. Wir müssen schnell handeln. Du wirst dort einen Passierschein für die Fundstätte und alle verfügbaren Informationen erhalten. Warum diese Eile? Was soll ich denn deiner Meinung nach dort finden? Ich weiß es nicht. Gegen Kriegsende haben die Deutschen alles Wertvolle versteckt, damit die Alliierten es nicht beschlagnahmen konnten. Die Ergebnisse ihrer archäologischen Forschung sind nie gefunden worden. Und es gibt auch keinen Hinweis, wo man nach ihnen suchen sollte. Allerdings war Böhmen Ende April 1945 das einzige Territorium unter deutscher Kontrolle. Woran erkenne ich diese Frau? Auf der Karlsbrücke geht es tagsüber sehr hektisch zu. Aber du wirst nachts eintreffen, wenn sie nahezu verlassen ist. Und sie hat schon ein Foto von dir. Alles ist arrangiert. Ihr Name ist Barbora. In dem Umschlag vor dir findest du dein Flugticket. Martin, das könnte eine große Sache sein. In Ordnung. Ich werde dich anrufen, wenn ich am Treffpunkt angekommen bin. Viel Glück. Ich verließ die Villa mit nur wenig mehr Informationen, als ich vorher schon hatte. Allerdings schien mein Onkel von dieser ganzen Sache sehr überzeugt zu sein. Dann werde ich mal im Herzen Europas nach ein paar Antworten suchen. Ich kam in Prag spät nachts an. Ein Taxi brachte mich in die Innenstadt und die Karlsbrücke war gleich um die Ecke. Ich bin ein bisschen spät. Hoffentlich war Barbora geduldig genug, auf mich zu warten.
Barbora ist nicht hier. Ob ich zu spät bin? Guten Abend. Hätten Sie gern ein Kreideporträt von sich? Nein, danke. Ich würde mich nur gern nach etwas erkundigen. Aber natürlich. Warten Sie kurz, bis ich dieses Bild fertig habe. Kein Problem. Ich werde warten. Auf der Staffelei ist ein halbfertiges Kreidegemälde. Sehr schöne Arbeit. Ein Tourist. Er genießt den nächtlichen Ausblick. Statue des heiligen Thomas. Die Statue wurde 1957 restauriert. Der Sockel ist ein massiver Steinblock. Die Statue wurde 1957 restauriert. Ein herrlicher Abend, nicht wahr? Ja, sehr schön. Sie sind also an meinen bescheidenen Kunstwerken interessiert? Sehen Sie sich doch mal dieses wunderschöne Gemälde von Prag an. Ich fürchte, ich bin an etwas anderem interessiert. Wissen Sie, ich suche hier nach einer Frau. Die Liebe hat Sie hergebracht, was? So kann man das nicht sagen. Es ist eher ein wichtiges Treffen. Sie haben sich einen sehr guten Ort dafür ausgesucht. Und auch den richtigen Zeitpunkt dieser lauen Nacht, muss ich sagen. Es ist nicht so, wie Sie denken. Wir treffen uns nur hier. Eigentlich kennen wir uns gar nicht. Zu schade, was? Sieht so aus, als wäre ich zu spät gekommen. Sie muss schon gegangen sein. Sie sollte hier bei dieser Statue warten. Ist sie Ihnen vielleicht aufgefallen? Ja, sie ist mir in der Tat aufgefallen. Es laufen nicht viele Frauen zu dieser späten Stunde hier herum. Sie stand fast eine Stunde hier und sah sich immer wieder ängstlich um. Ich sollte sie heute Abend treffen. Können Sie mir etwas mehr sagen? Vielleicht. Das Problem ist, dass ich von einem Mann abgelenkt wurde, der kurz vor der Frau hier eintraf. Ein Mann? Ein Tourist oder vielleicht auch nur ein Spaziergänger. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin kein Detektiv, verstehen Sie? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gern an meinem Gemälde weiterarbeiten. Ich möchte aber noch über diese Frau reden. Es ist wichtig. Oh, in Ordnung. Ich werde Ihnen noch etwas erzählen. Und dann lassen Sie mich weiterarbeiten. Abgemacht? Sie haben mich sowieso schon zu viel Zeit gekostet. Abgemacht. Einige Minuten bevor sie auftauchte, kam ein Mann an meine Staffelei und wollte ein Porträt. Ein seltsamer Mensch. Bevor ich das Porträt fertig hatte, ging er wieder. Und ohne zu zahlen. Was für ein Kunstbanause. Hören Sie, auch meine Zeit ist beschränkt. Wenn ich das erstatte, was Sie durch das Porträt verloren haben, werden Sie mir dann sagen, was ich wissen muss? Gern. Und ich werde Ihnen sogar das Porträt überlassen. 500 Kronen und wir haben eine Abmachung. Das ist eine schöne Stange Geld, meinen Sie nicht? Es ist ein guter Preis. Wäre das Porträt fertig, würde es Sie 1000 kosten. Okay, abgemacht. Geben Sie mir das Bild und sagen Sie mir endlich, was Sie wissen. In Ordnung. Sie hat eine Zeit lang hier gestanden und schien immer ängstlicher zu werden. Dann lehnte sie sich gegen die Statue des heiligen Thomas und ich konnte sehen, dass sie in aller Eile etwas schrieb. Aber als ich mich wieder umdrehte, war sie fort. Naja, dadurch weiß ich nicht wirklich mehr darüber, was passiert ist. Sie wollten wissen, was ich gesehen habe, und das habe ich Ihnen jetzt erzählt. Okay, trotzdem vielen Dank. Genießen Sie den Rest des Abends. Der Sockel ist ein massiver Steinblock. Ich werde mir das mal genauer ansehen. Jemand hat ein Stück Papier unter das Schild geschoben. Ich konnte nicht länger warten. Jemand weiß alles. Der Professor wird Ihnen mitteilen, wo ich wohne. Kommen Sie dorthin.
Ich hoffe, dass Sie diese Nachricht finden werden, Barbora. Professor? Ja, Martin, was gibt's? Ich bin gerade am verabredeten Ort eingetroffen, aber Barbora ist nicht hier. Ein Maler hat sie vor etwa einer Stunde gesehen. Sie muss schon gegangen sein. Das ist nicht gut. Du musst sie heute noch treffen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Da gibt es noch etwas. Er sagte mir, dass sie verängstigt zu sein schien. Möglicherweise wurde sie verfolgt. Wenn du mir etwas zu sagen hast, was ich noch nicht weiß, dann solltest du das jetzt tun. Martin, du weißt alles, was ich dir im Moment sagen kann. Du musst mir vertrauen. Wie kann es sein, dass jemand sie verfolgte? Könnte noch jemand gewusst haben, dass wir uns treffen sollten? Ich habe keine Ahnung. Hoffentlich ist es falscher Alarm und Barbora war einfach nur nervös. Ich halte es für das Beste, wenn du jetzt direkt zu ihrer Wohnung gehst. Das ist wohl der einzige Weg, um herauszufinden, was wirklich los ist. Sie wohnt in der Tschechowni-Straße 52. Und ihr vollständiger Name ist Barbora Kanska. Und beeil dich! In Ordnung. Ich gehe sofort los. Ich nahm mir ein Taxi zu dem Haus, in dem Barbora wohnte. Hoffentlich wird sie zu Hause sein. Abgeschlossen. Niemand antwortet. Keine Antwort. Wo könnte sie sein? Ich werde eine andere Klingel probieren, um in das Haus zu kommen. Hoffentlich ist jemand bereit, mir zu dieser späten Stunde die Tür zu öffnen. Guten Abend. Ich muss in das Haus, aber es ist abgeschlossen. Könnten Sie mich reinlassen? Es ist abgeschlossen, weil es Nacht ist. Und wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Martin Holen und ich möchte zu Barbora Kanska. Ich muss sofort mit ihr reden. Würden Sie mir bitte die Tür öffnen? Frau Kanska lebt hier, aber ich kenne sie nicht. Tut mir leid, aber ich werde die Tür nicht öffnen. Kommen Sie wieder, wenn sie zu Hause ist. Ja? Guten Abend. Ich würde mich gern erkundigen, ob Sie bitte die Haustür für mich öffnen würden. Ich muss mit Frau Barbora Kanska reden. Haben Sie eine Ahnung, wie spät es ist? Wir schließen das Haus ab, damit Leute wie Sie hier nicht herumlungern. Wenn Barbora Sie kennt, dann klingeln Sie doch bei ihr. Aber sie antwortet nicht. Verdammt. Wer ist da? Pizzataxi für Nummer 31. Mitten in der Nacht? Glauben Sie, ich bin dämlich? Ich will noch etwas Schlaf bekommen, also lassen Sie mich besser in Ruhe. Und hey, hier gibt es keine Nummer 31. Der Pizzabotentrick hat nicht wirklich funktioniert. Guten Abend. Könnten Sie bitte die Tür für mich öffnen? Warum zum Teufel klingeln Sie hier? Es ist mitten in der Nacht. Tut mir leid. Ich möchte zu Frau Kanska. Würden Sie mich bitte hereinlassen? Hallo? Verflucht. Was wollen Sie? Ich muss dringend in Ihr Haus und mit Frau Kanska reden. Mit Barbora reden? Warum klingeln Sie dann nicht bei ihr? Sie antwortet nicht, aber ich glaube, dass sie zu Hause ist. Wir sollten uns heute Abend treffen, aber sie tauchte nicht auf. Ich versuche es jetzt schon eine ganze Weile. Sie sollte zu Hause sein. Oh, ich hoffe doch, dass es ihr gut geht. Ich werde sie sofort hereinlassen. Vielen Dank. Wenn etwas nicht stimmt, dann klingeln Sie bitte bei Nummer 12 und lassen es mich wissen, okay? Sie ist wahrscheinlich nur eingeschlafen. Keine Sorge. Ja, hoffentlich haben Sie recht. Okay, Wiedersehen. Wiedersehen. Die Sorgen könnten gerechtfertigt sein. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Schauen wir mal. Hier, ich habe ihn gefunden. Barbora Kanska, Apartment 17, 5. Stock.
Nummer 17. Hier wohnt Barbora. Innen ist das Licht ausgegangen. Es muss jemand in der Wohnung sein. Seltsam. Niemand antwortet. Seltsam. Ich könnte schwören, das Licht brannte. Ruhe! Hier wollen Leute schlafen. Ich muss anders hineinkommen. Nachrichten für die Mieter. Oh, beim ersten Hingucken habe ich das hier übersehen. Zur Kenntnisnahme. Die Schlüssel zum Dachboden sind wie üblich im obersten Stock beim Feuerlöscher zu finden. Ich werde keinen Schritt gehen, da ich kaum etwas sehen kann.